Ach, ich greif einfach an. Bam. Aber ist doch gut, jeden Weg einmal lang gehen. Du kriegst auf jeden Fall genug Erfahrung. Stopp, du Mistvieh. Hat mir Magiepunkte geklaut. Das habe ich wohl gesehen. Drecksteil. Oh Mann, Magie klauen ist blöd. Ich habe gar keine Möglichkeit, mich zu heilen, weil ich ja schon weiter bin. Und die ganze Zeit nochmal zurücklaufen? Oh nee. Du stirbst zuerst. Weiß nicht, verbraucht es lieber dann so, als dass der mir das wieder absaugt. Das stimmt auch. Vor allen Dingen, weil du auch nicht so ganz so viel verlierst dadurch. Aber ich meine, es gibt auch einen Ring, der 25% runtersenkt, den Verbrauch. Du hast den Ring mit 25% angelegt. Ja, es gibt eine mit 50%. Aber mit 50%? Wow. Das ist natürlich dann enorm. Ja, und ich glaube, den bekommen wir bald. Den brauchst du dann auf jeden Fall, wenn es dann ans Ende geht. Ah, du bist auch immer wieder mal am Trinken. Ja. Sorry, wenn man es gehört hat. Bitte lass das jetzt so. Ja nichts. Macht das ja. Es macht ja nichts. Naja, ich kann mich ja auch muten fürs Trinken. Ist ganz gut. Ich kann mich gerade nicht so schnell muten, ich könnte das jetzt über X-Flat machen. Das ist aber auch blöd. So, und ich kann mir dann demnächst die Vollversion von X-Flat holen. Womit ich dann halt auch so aufnehmen kann und nicht streamen muss dafür. Das ist super. Ich verbrauche nur Festplattenspeicher, aber naja. Bin ich nicht von also, da gekommen? Ich glaube, den hat man meistens genug. Oh, sag also. Okay, jetzt wird's tricky. Ich glaube, wenn ich jetzt Skype das Fenster öffne, wo ich eine Nachricht habe, dann ist scheiße. Würde ich auch nicht machen. Ja, ich habe eine Nachricht gekriegt und daher. Ja, gut, ich will erstmal. Ja. Ich habe auch im Stream gesagt, dass ich aufnehmen wollte, meine ich. Genau, hast du. Glaub ich. Glauben ist er leider nicht wissen. Und was der Glaube so alles gebracht hat, wissen wir ja alle. Genau. Hexenverbrennungen. Hinrichtungen. Wegen angeblicher Ketzerei. Exorzismus, der falsch war. Ach, hör bloß auf. Irgendwann reicht's auch. Ich sag nur, das sind halt die Gründe, warum ich, ne? Mit Religion nichts am Hut habe. Daher nicht, dass vielleicht alles scheiße sind, aber das, nö, muss nicht sein. Naja. Mal schauen, wie es hier weitergeht. So. Aber das Level ist schon mal schön. Oh, Pico. Boah. Ich hab dich schon eine Weile beobachtet. Rio. Du musst das tun, was du und nur du für richtig hältst. Die Macht der Brut wird geachtet und gefürchtet, aber nicht genug, die Welt zu zerstören und uns zu retten. Okay, ich kann weitergehen.
Okay, aber dass Peko hier sprechen kann. Auch schön. Hast du eine Entscheidung getroffen? Ihr seid einer von der Brut, ihr könnt es euch nicht leisten, nur an euch zu denken, wie jeder andere. Auch, nicht wahr? Denkt daran, was ihr mit eurer Macht anstellen könntet. Denkt an eure Leute, die euch diese Macht gegeben haben. Wenn ihr die Macht habt, die Welt zu verändern, habt ihr auch die Verantwortung für sie, nicht wahr? Es gibt nur eine Person, die diese Art von Verantwortung übernehmen kann, die Göttin Myria. Erhebt euch. Gebt euch der Göttin hin. Werdet eins mit der Welt. Nein. Wer seid ihr? Was? Wo? Oh. Nun. Yggdrasil, sie gehört zu deinen Gefährten. Das ist eine Überraschung. Doch. Du verstehst nicht, nicht wahr, Rio? In uns fließt dasselbe Blut. Ich kenne dich. Du musst verstehen. All die anderen. Sie sind schwach und zerbrechlich. Sie denken nur an sich selbst. Was wäre, wenn sie unsere Macht ausnutzen würden? Für ihre nichtigen egoistischen Ziele. Wir können unsere Macht nur jemanden geben, der versteht. Jemanden, der die Welt als Ganzes, als Einheit betrachtet. Jemanden wie Myria, Rio. Dass das kurz mal schwarz leuchtet, das ist normal. Das gehört zum Spiel dazu. Wenn das deine Entscheidung ist, dann... Wenn du mir nicht zuhören willst... Ich fürchte, dann... Darf ich dich nicht gehen lassen. Sorry, aber ich... habe keine andere Wahl, als dich hier im Traum zu lassen. Als wenn du über mich bestimmen könntest, Bonnchen. Ja, schade, dass ich jetzt keinen Charme habe. Aber probier es mal so. Nichts tragen, okay. Also es lohnt sich noch nicht mal, ihn zu beklauen. Ja. Yep. Gut, besteigen. Du uns mit? Ja. Kannst ja die eine Form, die wir ja gerade eben ausprobiert haben, nochmal ausprobieren. Die letzte. Kannst du ja, ne, auch gleich merken. Vielleicht klappt sie ja gut. Die wir als letztes hatten. Mhm. Ja gut, dann teste ich die mal. Ganz um. Krieger. Diesmal habe ich eine andere Form. Ja, du hast ja auch die ganz oben genommen und nicht die, die du sonst hattest. Ja, was willst du doch? Hä? Okay. Nee, du hast die ja ganz unten hingepackt, als Nummer 6. Und du hast hier Nummer 1 gewählt. Egal. Zu spät. Ja, einfach reingreifen. Einfach angreifen. Reingreifen. Hast so. Aura. Jo. 3517. Nicht schlecht. So. Ich habe den jetzt mit Drachen bekämpft, weil der kein richtiger Endgegner für mich war. Genau. Ui, da ist er aus dem Nichts gefallen. Dann bist du also zurückgekommen, Rio. Warum hast du gekämpft? Es hätte nur dazu geführt, dass du die Macht der Brut verlierst. Du hättest nicht sterben müssen.
Wenn du deine Macht nicht abgeben und dich der Weisheit Myrias nicht unterwerfen willst, dann habe ich keine andere Wahl. Keine andere Wahl, als dich zu töten. Wähle, wer gegen Tipo kämpfen soll. Nicht. Ja, muss so sein, auch. Okay. Ja. Dann müssen wir gegen unseren alten Kameraden kämpfen. Wen nehmen wir dazu? Das ist jetzt nicht die Frage. Ja. Drei. Wow, bist du groß. Mein kleiner Drachenherr. Ja. Ach. Ein kleiner Drache. Aber in der Reihe stehlen ist klar. So, Neva Scham. Und Ray macht plündern. Du schnapptest dir Drache. Drache? Okay. Das ging aber leicht. Ja. Hatte ich wohl Glück gehabt. Geierschlag. Wow! Wow! Das klingt ja nicht gut. Heftig. Also ich glaube, du solltest dich mit Ryo verwandeln, sobald er wieder am Leben ist. Richtig. Na gut, er war auch nicht bei voller Energie, ne? Da hast du auch wieder recht, bei voller Energie wäre er am Leben geblieben. Aber naja. Tipo, warum gehst du so weit? Gute Frage. Er war mal ein Freund gewesen. Das ist so weit, muss. Ist schon schade. Ja. Ich glaube, viele, die jetzt zugeschaut haben, haben gehofft, dass er zurückkommt irgendwie. Außer natürlich die, die das Spiel kennen. Die wissen das ja. Was passiert. Was also die Sache, die ich, auf die ich mich nicht gefreut habe. Aber naja, das ist in jedem Spiel so. Es gibt immer Sachen, auf die man sich freuen kann, auf andere Sachen freut man sich gar nicht. So wie ich mich ja lange gefreut habe, wie das mit dem Feenlauf ist. Ja. Naja, vorab. Ich weiß auch, dass ich gerne versucht habe, immer Wege zum Gehen, Sachen halt zu vermeiden in RPGs. Aber hier hast du absolut keine Wahlmöglichkeit, die dir irgendwas suggeriert, dass du die Wahl hättest. Ja. Hier gibt's einfach keine Wahl. Leider. Wie schon gesagt. Ich hätte sonst auch alles dran gesetzt, Tipo im Team zu halten. Ich hoffe, ich habe was gegen Feuer ausgerüstet. Also es könnte sein, dass Nina das nicht überlebt. Ich glaube, Nina hat was gegen Feuer. Oder 23. Okay, 74. Ist ja auch okay. Einfluss. Wie war's mal mit Feuerwind? So, ich bin mal gespannt, was Drache ist. Ist bestimmt irgendeine Waffe oder Ausrüstung oder sowas. Glaube ich auch. Ich würde sagen, ein Schwert.